Meine Bonnie ist krank und deswegen gehe ich jetzt zur Südapotheke. Jetzt bin ich in der Südapotheke mit Bonnie. Hallo Mäuschen. Hi. Süße. Auf, komm mal her. Ja, feines. Guck mal, darfst du sowas? Darfst du sowas? Oh, ist der groß. Hast du den weg? Was hat sie? In den Nasen. Oh, ist sie aufgeregt. Was macht ihr denn ganz gut? Was machen wir ganz gut? Also wir haben uns spezialisiert auf Tierheilkunde. Es waren schon ganz, ganz viele hier in der Apotheke. Neulich hatte ich sogar ein Pferd vor der Tür stehen. Hunde kommen hier und. Dann haben wir unsere homöopathischen Taschenapotheken, die wir individuell zusammenstellen. Also wenn einer Mittel haben will, was es nur in Österreich gibt, dann besorge ich das. Ja, und unsere Beratung. Wir geben uns Zeit. Wir haben viel Zeit für unsere Kunden. Ansonsten bestellen wir ihn zu einem gesonderten Termin oder ich fahre zu denen nach Hause. Zeigst du mir bitte mal deine Apotheke? Na klar. Diese beiden Säulen hier sind alles homöopathische Mittel. Wir haben ungefähr 2000 Mittel und jedes Röhrchen füllen wir von Hand ab. Überall, wo du ein gelbes Kärtchen siehst, haben wir Röhrchen drin. Guck mal, die Röhrchen, die du da gerade gesehen hast, tun wir dann für die Kunden, so wie sie es brauchen, in eine Taschenapotheke. Die haben wir in diversen Größen. Das größte sind 180 Stück. Guck mal, das sieht aus wie so eine kleine Federtasche. Stopp. Ja, wir haben ja was für Pferde und für Hunde. So, guck mal. Das ist ein Fläschchen, das habe ich gerade rausgesucht. Die ganzen Röhrchen hast du gesehen. Das kommt hier rauf. Und dann wird das Röhrchen gefüllt. Das wäre jetzt Baptisia. Genau, umdrehen. Damit die da auch reinfallen. Genau. Perfekt, bis es knackt. Hier auch hier vorne. Also alles, was du da hinten siehst, das kann man ohne Rezept kaufen. Da haben wir gesamte Kosmetik. Das war die Südapotheke. Tschüss. Tschüss.